Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen bei Dead by Daylight. Und Zuschauer, die aufpassen, die ihr natürlich alle seid, wissen, dass wir mit der ersten Runde der Adept Challenge durch sind. Wir haben alle Survivor einmal versucht zu adapten. Teilweise hat es geklappt, teilweise hat es nicht funktioniert. Und mit den Survivern, mit denen es nicht funktioniert hat, machen wir das Ganze jetzt nochmal. Und dann fangen wir heute an mit Elodie. Im Tote. Und der Vollständigkeit halber erkläre ich nochmal kurz die Talente von Elodie. Ihr könnt ansonsten aber auch gerne im ersten Video nochmal vorbeischauen. Da habe ich es natürlich auch erklärt. Wir hätten da einmal Täuschung. Wenn wir an einem Schließschrank vorbeirennen, können wir Leertaste drücken und erzeugen quasi ein Fake-Geräusch. Als wären wir in den Schrank gesprungen und hinterlassen für ein paar Sekunden keine Kratzspuren. What? Wie schnell war der denn jetzt? Nein! Okay, er hinterlässt, oder er hat eine Zeit lang keinen Terrorradius, wenn er sich aufdeckt. Okay. Ein Geist. Als nächstes Talent von Elodie haben wir Wildes Herauswinden. Er läuft da vorne und zu mir. Wildes Herauswinden. Wenn ich einen gewissen Fortschritt beim Herauswinden auf der Schulter des Killers habe und er läuft durch eine Palette, kann ich mich selbst befreien. Heißt, ich kann selbst dann die Palette ziehen. Und das dritte Talent von Elodie ist Einschätzung. Ich kann drei Truhen auf dieser Map zweimal durchsuchen. Oder wenn eine Truhe schon geöffnet ist, kann ich sie halt nicht noch zweimal durchsuchen, aber noch einmal. Ich habe quasi... Habe ich gerade quasi? Ich habe quasi die Möglichkeit, zwei Items aus... Er campt! Sein Ernst? Und ist euch mal aufgefallen, dass Elodie eine Eierkette hat? Jetzt wieder zu mir kommt. Bin ich langsam böse. Ja, Jenny hier ist doof. Weil ich sehe halt gar nichts. Er hat den anders. Ich sehe halt absolut nicht, wenn er kommt. Ich würde es nur hören, wenn er neben mir die Glocke klockt, schlägt. Aber dann ist es zu spät, weil er einen Sprintboost bekommt, wenn er sich enttarnt hat.
gecampt? Sicher? Er campt wirklich? Weiß nicht, wenn wir hier einen Camper haben. Was hält der denn dann von Nöt? Findet der das gut? Oder... Er hat noch am Anfang irgendwo einen Totem gesehen. Das war's nicht. Vielleicht sollten wir auf Totemjagd gehen. Peng wurde mit Gelina Zeit gerettet. Ist nicht schlecht. Oder gut. Was war das für ein Leck? Hat er geistig geportet? Gut. Glaube, die Generatoren. Der im Haus. Okay, den kriegen wir an. Wait, wo waren die Tore? Da? Okay, dann das andere war noch weiter hinten. Ich habe keine geliehene Zeit, wenn er wirklich campt. Sie blendet. Wow, ich sterb jetzt. Feng! Ah. Cool. Dafür habe ich jetzt gerettet. Und er steht wieder da und campt. Die holen mich auch nicht mehr. Oh Mann! Ich gehe nie wieder retten. Ich dachte, die Feng geht dann vielleicht hinter mich. Oder so, dass er mich nicht schlagen kann. Aber die Feng war so... Schaffen die nicht mehr. Ah! Oh, wir hatten so einen Luck diese Runde, dass wir vom Haken gesprungen sind. Und dann das. Ich rette nie wieder Leute. Nie wieder. Hallo.
ohne Witz. Cool. Mann, jetzt muss ich mit Elodie nochmal die Adept Challenge versuchen. Das gibt's doch nicht. Oh. Kann doch nicht so schwer sein. Aber gut. So ist das Leben. Es hat nicht funktioniert. Also gibt's irgendwann dann nochmal einen Versuch. Wenn wir mit der zweiten Runde der Adept Challenge durch sind. Bis dahin verabschiede ich mich aber erstmal. Habt noch einen tollen Tag, bleibt gesund und macht's gut.